Jo, liebe Leute, allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. In erster Linie muss ich mich natürlich erstmal ein bisschen entschuldigen für die fehlerhafte Aufnahme der letzten drei Folgen. Das war eine Aufnahmesession. Ich habe einen kleinen Scheiß, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe das mit dem Schneiden ein bisschen falsch gemacht und alles drum und dran. Das sollte hoffentlich alles ein bisschen einfacher werden heute. Ich hoffe es zumindest. Jo, wir machen heute weiter. Wir haben unser Team fast komplett. Warte mal, ich muss das jetzt ein bisschen anders machen, weil ich habe jetzt wieder Scheiße gebaut. Wie immer. So. Eigentlich wollte das jetzt was anderes sein. Aber gut, warte mal. Ich muss das jetzt ein bisschen, doch ein bisschen anders machen. Ah ja, jetzt geht schon wieder alles so hin. Klappt das nicht, wie ich das möchte. So. Kannst du das nicht? Möchtest du das nicht? Also er möchte tatsächlich doch. Oh, als Focano. Mein Focano. Miguel, der Kollege und meine Freundin, mein bester Freund. Aber ich muss gerade was anderes machen. Ich will natürlich gerne mit dem rechten Stick das wieder auf die Reihe kriegen. Moment, das ist doch zum Kotzen gerade. Liebe Leute, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen Scheiße baue. Aber irgendwie, gut, dann müssen wir es halt mit dem linken Stick machen. Ist dann einfach so. So. Gut. Okay, wir haben ja Dings abgearbeitet. Soweit. Ich glaube, die Route 17 ist ja soweit durch. Das heißt, wir können uns heute auf die MSN begeben. Das war eigentlich der Plan heute für diese Folge. Ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Was möchtest du denn von mir? Willkommen auf der MSN. Warte, hast du überhaupt dein Ticket? Hi, ich zeig dir mal Tristan das Bootsticket. Ja, vielen Dank, willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord begeht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem fashion Outfit kann man die frische Meeresbrise gleich besser spüren. Ein Matrosenset. Okay. Wir können uns also quasi jetzt auch als Matrose verkleiden. Gut, dann würde ich sagen, jetzt weiter. Geht's jetzt weiter mit dem. Yeah. Die MSN. Welche nostalgische Gefühle da jetzt gerade hochkommen. Ah, da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Sind wir nur so von Trainern? Ja, das ist ja Kevin. Ach du, und Jan auch. Aber wo man sich mal über den Weg läuft. Ach, hallo Blau. Hast du ein Kreuzfahrt? Nein, nein, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen, aber ich mache mich wieder gerade zurück, auf dem Weg zurück. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, gebe ich euch gerne was ab. Ein Jantara-Sablé, was auch immer das gerade sein sollte. Ah, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschaut. Sagt euch Team Rocket was? Ja, ich habe aber schon gegen die gekämpft, ich kenne die ja. Echt jetzt? Für dich ist eigentlich wohl nur ein Fremdwort, was? Jedenfalls statt Team Rocket in eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon auch so zum Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Die zwei passt gut auf euch auf, verstanden. Bye bye. Jo, tschüss Gary. Gut, dann geht's jetzt weiter. Wir fangen mal an, Step by Step, diese Etage hier auseinanderzunehmen. Gut, diese junge, schöne Dame möchte tatsächlich nichts. Stimmt, ich hätte gerne etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Vanille-Schnitte. Was für ein Scheißwort. So. Gut. Na, okay, du möchtest also nichts. Und. Oh, ein Knuddelluff. Was möchtest du? Auch was Süßes? Ach, so eine Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Ja. Mein Knuddelluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Knuddel, Knuddel! Ja. Gut, okay. Dann geht's jetzt weiter. Genau. Kollegen, Moment, ich muss mal gerade ganz kurz was machen, weil irgendwie ist gerade was mit der Aufnahme. Ist da was mit der Aufnahme nicht durcheinander gekommen gerade? So ein bisschen. Warte, dann nehme ich die mal raus, die Tonspur. Geht die nicht raus? Geht die nicht raus? Will die nicht raus? Ah, okay. Will die nicht raus? Naja, egal, scheiß drauf.
Ich dachte, ich könnte hier oben die Totspumme löschen. Also jetzt, die zweite, die jetzt, wo ich jetzt gerade spreche mit euch, die existiert auf jeden Fall noch. Wir laufen zwei Totspuren gleichzeitig auf. Oh, wir haben den ersten Trainerkampf. Wahrscheinlich zwei. Meine Pokémon schon aus aller Welt. Das muss ich dir mal ansehen. Na gut. Die junge Dame heißt Alexis. Ein Taubsi. Pikachu und Vulcano greifen dieses Pokémon an. Wobei ich vermute, dass es nicht wirklich viel überleben wird. Ja, das wird es nicht überleben. Das würde mich doch schwer wundern. Auch als Weiterentwicklung würde das wahrscheinlich nicht den wirklich den Hauch einer Chance haben. So, Level 27 für unser Pikachu. Möchte Agilität lernen? Nein. Brauchen wir nicht. Da ist kein Pokémon mehr. Das ist mir relativ egal. Und sie kommen mit einem Pikachu. Auch einem weiblichen, genauso wie wir auch eins haben. So, Kampf. Könnte theoretisch noch ein bisschen was härter werden. Aber ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Und ich weiß immer noch nicht, welches mein letztes Team mit ihnen sein soll. Ja, das Pikachu heute nicht den Horror der Chance, liebe Leute. So, tschüss Alexis. Erledigt. Auf Wiedersehen. Bye, bye. So, dieser kleine Knirps, der möchte bestimmt noch was von uns. Ah, ich bin Pokémon total vernarrt. Du auch? Ja, klar. Sonst würde ich es nicht spielen. Ich mag es natürlich. Dieses ist eines meiner Lieblingsspiele. Einer meiner Lieblingsspielereihe. So ist es eigentlich richtig. Ich liebe Pokémon. Und ich freue mich auch natürlich auf November auf die beiden neuen Editionen. Aber momentan arbeiten wir uns erstmal mit Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli hier durch. So, dann fangen wir an mit einer Kopfnuss von Pikachu. Und du kannst die gleiche Attacke hinterher senden. Und damit ist dieser Trainer auch schon Geschichte. Der kleine Knirps und sein Mankey sind geschafft. So, und haben wir hier noch ein Item. Ein Paraheiler. Ah, okay, immerhin. Haben oder nicht haben. Was möchtest du noch? Du möchtest nicht gehen. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt. Oh, oh, oh. Ja, das ist cool. Wobei ich eigentlich, dass es keine Oma war, sondern die Mutti der beiden. Ein Gentleman. Psst. Ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket dicht auf den Fersen. Wir auch. Mal so nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob das passiert wäre, wenn wir jetzt tatsächlich dem mit dem okay, mach den Weg. Mit dem Team Rocket Outfit die Uhr gestanden hätten. So, was ist mit dir? Du siehst müde aus. Ruh dich doch am besten hier kurz aus. Oh, cool. Brauchen wir nicht zum Pokémon Center zurück. Okay. By the way, gibt es tatsächlich hier rund um die MSN, also nicht um das Schiff per se, sondern um den Bereich drumherum ein kleines Geheimnis. Es gibt einen Mythos aus Pokémon Rot, Blau und Gelb. Es gibt da auf diesem Steg einen kleinen Lastwagen, der tatsächlich angeblich ein Mew enthalten soll. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Gibt es nicht. Mew gibt es tatsächlich mit einem Glitch in Pokémon Rot, Blau, Gelb. Das ist klar. Ich glaube, ich habe euch den in Gelb, glaube ich, gezeigt. Ja, doch. In Gelb habe ich euch den, glaube ich, gezeigt, den Glitch, oder? Ich weiß es gerade aber nicht tatsächlich. Muss ich überlegen. Muss ich nachgucken, tatsächlich. Aber wie gesagt, das Mew gibt es nicht hier. An diesem LKW. Definitiv nicht. Na gut. Was ist mit dir? Willst du kämpfen? Oh, wie cool. Die Wellen. Wer bist du denn? Hier einfach ohne ein Wort reinzuplatzen. So ein unhöfliches Kind.
So, der Gentleman, Robert, möchte einen Fukano in den Kampf schicken. Das machen wir doch auch. Nehmen wir einfach mal mit. In der nächsten Folge werden wir uns tatsächlich um die Arena von Major Bob kümmern. Das wird dann das Fall sein. Aber erstmal arbeiten wir uns hier durch das Schiff durch. So, Fukano down. Und wir glücklich. So. Dann ist das erledigt mit dem Fukano. Wunderbar. Also beziehungsweise dieser Gentleman. Ich will auch den Hintergrund finde ich cool. So, was ist mit dir? Schlaf bitte. Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje vollenzen. Ja gut, bei The Way da brauche ich tatsächlich keine Kreuzfahrt zu buchen, weil man sieht ja nichts. So, dann kann ich auch zu Hause bleiben, wenn ich ja lieb bin. Gut, dann haben wir, glaube ich, den ersten Stock soweit durch. Dann gucken wir uns mal im Keller um. Weil da vielleicht auch noch was ist. Da ist bestimmt auch noch ein Trainer. Und dann haben wir Matrose, aber der hat nichts zu sagen. Mein Partner-Pokémon Marshark ist super stark. Jetzt kann sogar ultraschwere Felsen mit mir nichts, die nichts verschieben. Ja, kann es auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch? Einen weiteren. Für einen echten Matrosen gehören Kämpfe einfach zum Alltag. Auf jeden Fall. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall jetzt um den guten Matrosen hier kümmern. Fleckmann, sitzt du ein, also, hm? Naja, Fleckmann sollte eigentlich schon, sei du hier, nicht so wirklich das große Problem darstellen. So, erledigt. Gerade aus der Reich Level 22. Ne, zu weit war es. Entschuldigung. Aber da müsste sich das jetzt. Ja, wollte gerade sagen, da müsste sich das nämlich jetzt auch entwickeln. Dann müsste sich das jetzt tatsächlich auch entwickeln. Und damit herzlich willkommen im Team Golbat. Unbeteiligt, aber du hast es zumindest direkt geschafft. Ich habe einen neuen Pokédex-Eintrag. Knirscher. Oh ja, Knirscher auf jeden Fall. Instinkt. Dann nehmen wir Absorber raus. Bekommen nämlich, wenn es möglich ist, später Gigasauger. Ansonsten ist es ja eh klar, dass es dann unser Visaflor dann bekommt. So. Alles Gute, die Pokémon werden ja an dem Bein noch trainiert, also da fällt keiner so weit zurück. Was ist du hier? Ach, nimm den Pokémon, Alter. Einen Hyperheiler und dieser komische Kauze möchte wahrscheinlich auch kämpfen. Das scheint ein ziemlich lebhaftes Kind zu sein, das gefällt mir. Der gute Igor mit einem Magnetilo. Auch das sollte. Ah, diesmal hat er zwei Pokémon. Ich würde spontan auf den Voltoball noch tippen. Und ein zweites Magnetilo. Aber das wird wahrscheinlich nicht das Problem sein. Spätestens wenn es hier Attacke. Ja, packt es eh nicht. War klar. Und jetzt Magnetilo. Ja, sag ja. Zweites Magnetilo war irgendwie klar.
So, gleiche Variante nochmal. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Das war sogar ein Volltreffer, glaube ich, das erste. Gut, dieser Elektriker ist Geschichte. Und wir finden ein Elixier. Ich glaube, das ist jetzt alle AP um 10 hoch wieder. Ein Matrose. Wir werden uns jeden Trainer hier auf diesem Schiff mitnehmen. Nur so nebenbei. Das machen wir auf jeden Fall heute. Wir haben jetzt vielleicht sogar eine längere Folge. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir sind jetzt irgendwie etwas über eine Viertelstunde. Ja, über eine Viertelstunde. Anton! Tschüss, Anton. Allein unser Pikachu rasiert es quasi komplett. Das Pokémon ist Level 27, mal so nebenbei. Also komplett overlevelt. Wobei ich immer noch behaupte, dass die nächste Arena, die wir morgen um 18 Uhr dann sehen, nicht unbedingt leicht ist. Ein Quappel. Quapsel. Entschuldigung. Ein Quapsel. Vater für uns. So. Wunderbar. Level 20 für Fukano. Na gut, die nächste Arena wird wahrscheinlich, wie gesagt, nicht einfach, aber die übernächste mit dem Pflanzen-Pokémon sollte eigentlich für Fukano und Golbat ein gefundenes Fressen werden. Aber wie gesagt, das ist eine Arena, die sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Also, die wissen auch, was die tun. So. Ein Angler. Warte mal, ich muss mein Team ein bisschen ändern. Team. So. Weil da sehr viele Matrosen und Angler drauf sind. Ist es, glaube ich, am einfachsten so zu arbeiten. So, wie gesagt, Knosp und Pikachu sollten mit dem Goldini klar alleine fertig werden. Und einmal Rankin hinterher. Oh, tschüss, Goldini. Wir wissen ja tatsächlich dann in Pokémon Let's Go Pikachu mit einem anderen Team arbeiten. Ich möchte ja nicht das gleiche, komplett gleiche Team haben, sondern wir werden ein komplett anderes Team aufbauen. Ich bin noch nicht ganz schlüssig. Überlegen, wie ich das mache. Oh, ein Zipper. Dann kriegen wir den nächsten Eintrag. Das Zipper haben wir noch nicht gehabt, glaube ich. Oder? Hat das schon gehabt? Hat man das nicht in der... Kann das sein, dass wir sogar in der Arena hatten. Von Misty. Vor einigen Folgen. Ich glaube, Folge 8 oder 9 war das. Oder 7 oder so, keine Ahnung. Also schon eine Weile her. Aber seitdem haben wir schon wieder viel erlebt. Das Team mittlerweile levelt und levelt und levelt. Das ist immer gut. Dieser Pummeluff ist nur als Deko da. Das ist noch nicht wirklich fest. Das wird auch nicht fest. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie mein letztes Teammitglied aussieht. Was mir vielleicht ein Psycho-Pokémon. Mal gucken. Ich weiß es, wie gesagt, immer noch nicht. Ich bin noch nicht so ganz... Ja, nicht so ganz wach. Und schließlich... So, das ist eigentlich so. Also haben wir den Keller auch abgearbeitet. Das heißt, wir können jetzt uns wieder den oberen Stockwerken widmen. Und hier sind wir nämlich auch durch. So, du stehst mir blöd im Weg rum. Das ist natürlich normal. So, dann haben wir hier noch ein... Ne, nochmal nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Warte mal.
Eine Küche. Oh, wie cool. Lecker. Oh, geil. Himbeeren und Sanabären. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf geht. Also stör mich bitte nicht. Aber es sieht lecker aus. Das könnte hier unser Pudding mit so einer Karamellsoße sein. Oder es ist ein Knödel mit einer Petersilie und einer Bratensoße. Auf jeden Fall sehr lecker. Oh, eine Sprühdose Super Short. So, wollen die irgendwie mal kämpfen? Hey, aus dem Weg, du Leichtmatrose. Eine Glasche bewirkt, dass die angerichtete Matte länger warm bleibt. Glaschen, dass sie diese silbernen Metallhauben, die bei den Teller stülpt. Aber das wusstest du bestimmt schon. Nein, tatsächlich nicht. Ich wusste nicht, wie diese Dinger heißen tatsächlich. Ich hätte sie tatsächlich als mit, also so eine Haube. Und die kriegen eine Suppe, so eine Vorsuppe wahrscheinlich. Ich denke mal, das ist Vorsuppe, Hauptspeise und Nachspeise. Ich bin der Chef der Cuisine. der heutige Hauptgang ist Bodycheck Steak. Die Gäste werden es lieben. Das sieht aber nicht am Steak aus und das da hinten auch nicht. Was macht ihr hier? Schnief, schnief. Ich höre hier Tag ein, Tag aus Zwiebeln. Schnief, schnief. Kennst du Relaxe, seit das Zeichen Feinschmecker-Pokémon? Ja. Es gibt kein anderes Pokémon, das so viel frisst und schläft. Doch, ich. Schnipp, schnipp. Ich höre hier Tag ein, Tag aus Kartoffeln. Schnipp, schnipp. Okay. Und hier oben sind irgendwelche Zertifikate. Die können wir aber nicht anklicken. Ja, schade. Aber okay, dann haben wir auch mal uns die Küche dieses Schiff ist mal angeschaut. Oh. Warum hast du Golbert dabei? Frag mich gerade irgendwie. Warum ich gerade so Golbert dabei hast. Achso, ja, die hat man ja schon, die Olle da. Gut, dann machen wir uns mal ein Stockwerk höher auf, wenn das möglich ist. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo diese Treppe ist nach oben. Nach unten. Ja. Okay. Müsste doch irgendwo eine Treppe nach oben geben, oder nicht? Doch, hier. Wollte gerade sagen. Ich hatte sie jedoch gesehen. Gut, dann gucken wir uns mal oben weiter an. An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffs befinden sich Trainer aus aller Welt. Alpha Feder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir in einem Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Oh, das geht noch ein weiter höher. Okay. Dann arbeiten wir uns jetzt hier durch. Auf meinen Reisen ist mir ein riesengroßes, kugelrundes Pokémon begegnet. Ich bin zwar schon viele umgekommen, aber ein Pokémon wie dieses, das den ganzen Tag schläft, ist mir neu. Ja, es kann eigentlich nur Relaxo sein. So. Da gucken wir uns jetzt hier mal weiter an. Ein Angler. Der möchte aber auch kämpfen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, da trinke ich mal kurz einen Schluck nebenbei, während der jetzt gerade hier mit dem lädt. Der gute Egon mit einem Carpador. Ja, komm, ihr habt da nichts zu bieten. Ihr habt da echt nichts zu bieten, außer Carpador, Taubsi und was auch immer noch. Okay. Jetzt tatsächlich gedacht, oh, ein bisschen mehr hätte ihr jetzt gebracht. Ich lasse jetzt ein Giftbuch drauf. Who cares? Wobei ich Carpador vermute, dass er tot ist danach. Beziehungsweise er nicht tot, sondern besiegt. So, Egon ist besiegt. Wunderbar. Und wir können unsere kleine Exkursion dieses Schiffes hier fortsetzen. Okay, du hast. Wer die geheime Technik Spaltschnittmeister hat, der kann Sträucher klein hacken. Genau, das ist die neue geheime Technik. Ehemals Zerschneider, die man hier auf dem Schiff ja auch bekommt. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr Rot, Blau und Gelb gespielt habt. Aber ich vermute, dass die Leute, muss nicht unbedingt sein. Die Pokémon schauen, haben nicht unbedingt die erste Generation gespielt. Es gibt ja auch viele junge Zuschauer. Damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr diese Folge euch anschaut. Ja. Und die kennen halt die alten VMs doch nicht. Die, warte, obwohl mit. Nee, fast nicht. Jetzt, ja, Pokémon Gelb, Rot, Blau, Gelb. Ja, da war es auf jeden Fall mit VM. Zerschneider. Ich habe mir schon Leute gesehen, die auf Pokémon über das Wasser gereist sind. Das können wir auch demnächst, wenn wir die VM-Surfer bekommen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie sage ich, ob sie als Wellenritt hier.
brauchen wir aber. Das dauert aber noch eine ganze Weile, bis wir die bekommen. Der Mensch schreibt mit der Jugend, hält mich fit. So, dann geht's jetzt weiter mit diesem komischen Smith. Der hat einen Ponita. Ponita haben wir noch nicht gesehen. Das hat tatsächlich ein bisschen Probleme bekommen, weil wir haben da dieser Sam noch nicht auf dem Level. Beziehungsweise noch nicht so. So, wir müssen jetzt also quasi den Einbruch grillen, ansonsten kriegt dieser Sam ein dickes Problem. Und wir kriegen es hin. Wunderbar. Die Gefahr ist schon mal. Gelband. Level 20 für Pummeluff. Aber das ist relativ unwichtig. Nochmal. Wir brauchen Pummeluff eigentlich nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das jetzt zu Pokémon sein wird. Starker oder seltener Pokémon. Sehen wir doch mal, worauf du mehr Wert legst. Ja. Das werden wir mal sehen. Nee? Der gute Parker scheint wohl aus England zu kommen, die jungen Herren. So. Ein Sander. Aber auch das sollte nicht das Problem deuten. So, wie setzt Ranky wieder her? Und damit ist das eigentlich auch Geschichte. Level 18, down. Tschüss, Sander. Und Level 23. So, der ist besiegt, der gute Herr. Und wir gucken uns mal, was dieser Pokéball hier beinhaltet. Ein Nugget bringt uns 5000 Poké-Dollar im nächsten Supermarkt. Und wir machen weiter. Haben noch ein bisschen was zu kämpfen hier. Der möchte nicht. Hast du schon mal den Go-Park bei Fuchsburg? Hast du dem schon mal den Go-Park bei Fuchsania City besucht? Ich glaube, da viele seltene Pokémon zu sehen. Ja, wir können unser Spiel mit Pokémon Go verbinden. Das mehrere werde ich auch dann irgendwann tun. Mein Papa und ich finden den Go-Park total super klasse. Ich will am liebsten gleich wieder hin. Das werden wir dann auch machen, auf jeden Fall. Wenn es dann soweit ist, ich werde mein Handy dann bereitlegen und werde dann das Spiel mit Pokémon Go verbinden. So. Ich habe vorhin den Kapitän gesehen. Er sagte, ihm sei übel. Er war kreidebleich. Kapitän und Seekrank, hä? Anscheinend werden mal Leute seekrank, als man denkt. Ja, ich habe das tatsächlich auch das Problem. Ich werde auch sehr, sehr schnell seekrank. So, haben wir noch irgendwas? Warte mal, ich glaube, da müssen wir nicht hoch. Weil da geht's zum Kapitän und soweit möchte ich noch gar nicht denken. Ich möchte nämlich erst das rechtliche Schiff machen. Ich will die Kapitän tatsächlich mit als letztes machen. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Vielversprechende Talente und zeigt dir sogar, wie man die geheime Strichnik Spaltschutt meistert. So, dann haben wir jetzt noch das Deck hier und dann sind wir eigentlich durch. Oh, Pikachu! Ja, machen wir auch. Aber erstmal gucken wir uns die Trainer an. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ahoi, bist du an Bord etwa seekrank? Nein. Was haben wir denn da? Ist das unser Rivale da oben? Oder wer war das jetzt? Ein weiteres neues Pokémon für uns. Jura. Das dürfen wir noch nicht gesehen haben. Aber für dieses Duo sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Die Folge wird was länger, die nächste Folge wird allerdings dann was kürzer. Und tschüss, mein Freund. So, dann haben wir weiteres Pokémon an Bord. Das ist ein Macholo. Machen wir mal kurz eben auch klein heute. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Oh. Doch. Es wehrt sich zumindest gegen die erste Kopf, aber gegen den zweiten. Gegen den zweiten hat er den Rang gehebt.
wehrt er sich nicht. So, dann haben wir den auch besiegt. Hey du, wer ist mit deinem Kampf gegen einen Matrosen? Hatte ich gerade schon, wieso? Den hatte ich gerade schon. Gegen deinen Quapsel wird wahrscheinlich nicht das Problem sein. Meine Vermutung so. Dann drauf. Und tschüss. Tschüss, kleines Quapsel, das war's. Oh, Pikachu geht schon auf Level 30 fast zu. Also 28 hat's jetzt um den Wald. Ich vermute, während wir. So. Mir ist total übel. Ich hatte gehofft, etwas frische Luft würde vielleicht gegen diese Krankheit helfen. Sperrstunde. Die Party ist so gut wie vorbei. Das Schiff sticht bald. Das Schiff sticht bald in See. So, dann sind wir damit auch jetzt eigentlich durch. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch eine TM finden, die eigentlich ganz gut ist, nämlich die TM für Buddy Slam. Aber scheinbar kriegen wir die hier nicht. Das heißt, wir können uns jetzt langsam dem guten Rivalen in Kampf stellen. Oder entgegenstellen. So rum ist es eigentlich richtig. Weil der müsste jetzt eigentlich hier runtergelaufen kommen. Hey! Da oben ist die Kabine des Kapitäns. Wenn du ihn fragst, bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, die für dir bekannt ist. Gerade sehr, aber leider nicht. Er sah aber gerade nicht gut aus. Er scheint seekrank zu sein. Aber du solltest ihm trotzdem einen Besuch abschütten. Achso, bevor du hochgehst, lass mich doch einmal überprüfen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Oh, willst du auf die Fresse kriegen, kriegst du. Da kriegst du jetzt hin. Ein Tauboga. So, jetzt wird eine etwas längere Folge werden, das ist kein Problem. So, du hinterher. Und du kriegst doch einen. Und zwar kriegst du den Schlafbruder drauf. Aber ich glaube, dass Tauboga das Ding nicht überleben wird. Tut es auch nicht. Bye bye, Tauboga. Level 28 für Pikachu nebenbei. Jetzt kurz mit dem Evoli. Ich weiß gar nicht, was du letztes hast. Noch, was du dann noch hast. So, solltest du die Attacke irgendwie überleben. Tust du nicht. Dann ist Evoli auch Geschichte. Ein Myrapla hat er noch. Das Problem, damit kann ich nicht viel anfangen. Ich muss es also so kriegen. Oh, das ist das erste Mal, dass ein Pokémon von mir im Attacken überlebt. Kann ich mit den anderen Attacken kein Pflanzen-Pokémon angreifen? Das ist das Problem. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Nachteil gehabt. Aber es ist, ja, das ist eine Runde. Hey, welche Überraschung. Wir gehen jeder nach ins Pokémon Center. So, unser nächstes Pokémon hat tatsächlich ein Level abgekriegt. Das ist wirklich was schwer auf dem Kasten. Naja, das Leben geht weiter. Also los, geht zum Kapitän, dass er seine geheime Technik beibringt. Bis später. Den sehen wir noch relativ schnell wieder. So. Dann ist hier der Capitano. Mir geht es gar nicht gut. Ich bin seekrank. So, ich zeige dem Kapitän, wie er die Übelkeit mit Entspannungsübungen bekämpfen kann. In den Originaleditionen massiert er ihm ja den Rücken. Einatmen, ausatmen. Einatmen,
aushalten. Puh, vielen Dank. Jetzt geht mir gleich um Weltmesser. Was sagst du da? Du bist auch hier, um eine geheime Technik von mir zu lernen. Die Gefallen tue ich dir natürlich gern. Komm doch mal hier rüber. Pikachu. Sieht so aus, als weil er auch dein Pikachu die geheime Technik unbedingt erlernen. Tut mir leid, Kleines, aber nur Menschen können geheime Technik erlernen. Pikachu möchte es aber unbedingt. Ich bin um die ganze Welt geschippert, aber ein Pokémon, das eine geheime Technik erlernen will, ist von mir noch nie untergekommen. Dein verwegener Blick sagt mir, dass du es wohl wirklich ernst meinst. Dann will ich mal nicht so sein. Ich werde diesem Pikachu meine absolut unschlagbare geheime Technik beibringen. Komm doch mal hier rüber. Schau mir gut zu. Und zack. Joel hat die geheime Technik Spatschnitt erlernt. Also, wie gesagt, die VM gibt es so an sich nicht mehr. Das ist auch gut so. Das heißt nämlich jetzt geheime Technik. Wobei, bei Surfer finde ich das tatsächlich sehr, sehr schade. Bei Surfer hätte ich gerne das Attacke im Moveset gehabt für Gyarados. So muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Ja, ja, versenk mich doch. Dieses Pokémon hat es wirklich geschafft. Es hat die geheime Technik Spaltschild erlernt. Spaltschild hilft dir dabei, Schreiche aus dem Weg zu schaffen. Grüß doch gleich mal an dem Strauch in Orania City. Genau. Jetzt, wo es mir wieder besser geht, wird langsam Zeit für die Arbeit. Wir werden es entschichten, mich bald in See. Wird eine Weile dauern, bis der Sarkan wieder in Orania City vor Anker liegt. Also pass gut auf dich auf. Jo, dann sind wir durch. Mit der Folge für heute. Also fast schon durch. Dann mach's mal so. Das ist ja noch wenige Sekunden sind es, aber. Wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet. Und damit kann das Schiff jetzt irgendeine Probleme in See stechen. Es wird tatsächlich nie wieder kommen. Also zumindest nicht in Pokémon. Let's go, Pikachu. Ja, und dann war's das für uns. Wir gehen raus und die MSN legt ab. Ich feiere diese Cutscenes, ne? Es ist so cool gemacht. Es verleiht dem Spiel auf jeden Fall nochmal ordentlich Charme. Ach schon, unsere Wahlen hätte ruhig drauf lassen können. Gut, dann war's das. Ah, der zeigt uns, wo wir den Spaltschild ansetzen können. Oder sollen. Wie auch immer. Das will ich jetzt gleich auch tun. Ich werde mich natürlich jetzt erstmal kurz ins Pokémon Center verkrübeln und dann geht es, glaube ich, auch los. So, warte mal. Team. Pikachu mal auf B setzen. Und vorne will ich Miguel fragen. Weil der kann Schaufler. Das sollte in der Arena tatsächlich auch einen guten Vorteil haben. So, bitteschön. Einmal meine Pokémon, damit du zufrieden bist. Wie gesagt, ich brauche ja nur 5. So. So, Team. Warte mal. Pokémon Box. Ich muss mit dem Controller wieder ein bisschen klarkommen gerade. So ist es richtig. So, weg damit. So, Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, das Problem ist einfach, wenn du dich gerade nicht zurechtfindest. Weil der Controller vertauscht ist, quasi. Naja, wie du mal sagen. Ich war gleich beruhigt.
Ich wollte wirklich aus dem Team rausnehmen, eigentlich, ne? Um halt den Platz zu schaffen. So. Bummel ist aus dem Team entfernt. Das wollte ich eigentlich haben die ganze Zeit. So. Jetzt können wir weitermachen. Ich brauche kein Pokémon-Level, weil es wirklich... Hau die zukünftige Scherben! Wie geht es? Wie steht es? Achso, Moment. Hier geht's zur Arena von Orania City, aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Strauch zerschneiden. Für dich, Pikachu, sollte das natürlich kein Problem darstellen. Probier's aber jetzt gleich mal aus. Aber nicht jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu! Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir in die Arena. Bis dahin oder auf Wiedersehen. Tschüss.